Heute schwere Unwetterschäden auf der L190 hier in Nenzing. Was haben Sie denn vorgefunden, als Sie eingetroffen sind hier? Ja, also wir sind auf F2 alarmiert worden. Mehrere Bäume verlegen die Straße. An der Einsatzstelle haben wir dann festgestellt, dass sogar ein Auto komplett von der Bahn überschüttet oder zurück. Ich kenne sie, der Fahrer ist rausgekommen, Gott sei Dank. Also wir haben jetzt einfach alles befreit, das Auto befreit, so wenig Schäden wie möglich am Auto gemacht. Wir haben jetzt die Straße momentan frei. Was für Maßnahmen mussten Sie denn ergreifen? Ja, das Auto ist über mehrere Bäume übrig gefahren, weil es sich schon zu spät gesehen hat. Und aus dem Grund, dass wir nicht mehr weiterfahren können, hat es schon zugeschüttet gewesen. Wir haben jetzt das Auto mit Hebekissen gelupft, dass man von den Bäumen arbeiten werden kann. Und ja, da kann es mit leichten Schäden, sage ich mal, das ist gut davon. Wie groß ist das Ausmaß der Schäden, die das Unwetter verursacht hat? Ja, also das ist jetzt L190 ist jetzt komplett total sperrig, 7 Stunden. Die Nebenstraßen sind ebenfalls zu, die fahren wir jetzt als nächstes ab, weil die natürlich nicht so wichtig sind. Und im Dorf selber haben wir kleinere Ereignisse gehabt. Das ist schon anders, die anderen Autos. Mit wie vielen Einsatzkräften waren Sie heute im Einsatz? Ja, 92 ist mit 32 Mann und 5 Fahrzeugen momentan im Einsatz.